Okay, was ich unbedingt bei diesen Aufnahmen beachten muss, ist, dass ich das Mikrofon aktiviere. Sonst nehme ich 2 Minuten auf und merke, dass ich das Mikrofon vorher nicht aktiviert habe. Jetzt habe ich das Mikrofon aktiviert. Wir machen jedenfalls weiter bei Mario Maker 2. Und heute kommt der Part etwas später, wie ihr seht, weil ich einfach komplett verpeilt habe, erstens, dass ich keine Parts mehr habe und auch irgendwie nicht wirklich jetzt die Muße hatte aufzunehmen. Was ich jetzt jedenfalls in dem Part hier spontan machen möchte, ist ein paar Level zu revisiten, die wir in dem Endless One hatten und die nicht in meiner Gespieltliste gelandet sind, aus Gründen. Ich weiß es nicht. Das hier jedenfalls ist auch nicht in der Gespieltliste gelandet. Family Bowser hieß es. Das war das Komische mit den Kettenhunden am Anfang, glaube ich. Oder hatten wir das gespielt? Ich muss gleich mal gucken. Ich meine, wir haben es nicht gespielt. Also, ich meine, wir haben es nicht nachgeholt. Aber ich glaube, es war eins, was ich nachholen wollte. Ja, es hat eine weiße Flagge. Genau. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob es was ist, was ich nachholen werde. Wenn nicht, dann nicht. Ne? So, nehme ich jetzt auf. Nicht, dass ich gleich noch eine Fail-Aufnahme habe. Sieht okay aus. Na, das war das hier, wo ich in das Clown-Car wollte. Aber das Clown-Car war so. Hey. Oh, no! Eigentlich muss ich nur einen Spin-Jump auf einen von den Ketten machen. Weil oh, no! Nicht zu weit oben. Sonst funktioniert es nicht. Oh no! Na, wir probieren einfach ein bisschen rum. Jetzt haben wir keine Leben zum Verlieren. Das wird nicht so einfach. Ja, geht doch. So, und ab jetzt ist schon alles neu. Das heißt, jetzt sind die gleich entscheiden. Hier. Zu langsam. Oh, no! Ja, deswegen wollte ich da hoch, ne? Ja, aber dann ist das ja soweit. So. Ah, das ist schon eher, was ich sehen wollte. Genau so eine Röhre. Weil die Tür da unten führt bestimmt ein bisschen Tür. Das ist ein astreines, schlechtes Troll. Okay, da kann man es heute machen sein. Oh no! So viel dazu. Aber wir müssen da wahrscheinlich sogar hoch. Ich mal runter. Wie gut ist der im Bau? Oh, no. Oh. Das war nicht, was ich wollte. Aber wenn der rüberzieht. Ah, da sind Schlangen. Dann gehe ich mal davon aus, dass ich hier nicht irgendwie. Oh no! Okay, alles klar. Okay, alles klar. Ich muss in die Röhre. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wenn ich halt den Weg hätte an das Klauen gesehen, dann könnte ich das auf diese Level schießen. Habe ich aber nicht. Schade. So, jetzt hier. So, eins. Ah, da muss man auch was. Ah, zwei. Das war der Bogenschuss. Und das ist die Tür. Ah, jetzt wird's halt kritisch. Ne?
Ende der Software. Das ist nichts nicht so nach Text. Mal das Ding. Jetzt könnte ich allerdings nicht. Könnt ihr jetzt zurückgehen? Hier drüber zu kommen. Okay. Was ist hier drin? Jetzt kommt da was raus. Yes. Hätte jetzt sein können, dass der einen Schlüssel hat oder so. Deswegen war ich mir nicht sicher. Ich probiere das mal. Kommt hier jetzt an. Typischer Bowser Boss, kann man mit Feuerpuppen anfangen. Das macht das Ganze gar nicht mehr aus. Okay, das war das. Dann geht's hier rein. Okay. Gib mir das. Gib mir das Kommentar. Oh no. Komm hier runter. Nein. Nein. Gib mir das und lass es. Yes. Yes. Nice. Oh yeah, Mario time. We did it. Okay. Das war ein sehr komisches Level, aber wir haben es geschafft. Eieiei. So, das war das eine. Das war Family Bowser. Dann kam der 40-Second Speedrun, den haben wir schon gespielt. Ah, dann kam dieses Swamp Fever Level. Will ich mir das Swamp Fever Level mal angucken? Wir gucken uns das Swamp Fever Level an. XG2 KL0 XWF. Ah, okay. Das hat keinen Abschluss. Das hatte keinen Abschluss. Das war das hier. Ich erinnere mich. Das ist auch ein Troll. Ja. Das ist auch ein Troll-Level. Okay. Okay, da unten kann ich landen. Da unten kann ich landen und es ist sowieso gut, wenn der On-Off ausbleibt. Okay. Not so fast. Nee, es ist nicht egal, weil jetzt habe ich keinen. Kommt ja nicht mehr hoch. Jetzt muss ich über den Ketten gehen. Das geht auch. Oh, wenn man nicht dumm ist, geht das auch. Aber ohne den Ketten ist es auch. Mit dem
dann. Jetzt lass mich doch mal. Jetzt ist halt der Ruf falsch, ne? Das ist ja schon gewusst. Du bist runter. Ich will dann einfach nur da unten landen. Ach so. Ich wollte schon sagen, okay, es ist wirklich gut, wenn ich das mit der Kanone da hoch schaffe. Das wäre wirklich das Ziel. Nice. Dann ist nämlich der ganze Quatsch da drüben. Haha. Ah, okay, da ist nicht Schluss. Oh no! Da kam ein Mannschaft. Also lange gebe ich dem dann keine Chance. Wir probieren es mal. Vielleicht. Mir irgendwas gemacht. Hätte man dich sehen können? So? Nein. Wie kann ich denn jetzt ausweichen? Muss ich schnell springen oder muss ich warten? Oh no! Ich denke, ganz links könnte ich sicher sein. Das ist einfach nur eine Wippe. Wenn ich direkt drüber gehe, könnte ich auch sicher sein. Wenn ich direkt drüber gehe, könnte ich auch sicher sein. Oh no! Das war super schlecht. Direkt drüber. Okay, was passiert da drüben? Das könnte ein P-Switch auslösen. Oh no. Das sind hundertprozentig Leute, die zu Münzen werden. Irgendwelche von den Blöcken werden zu Münzen. Ich weiß noch nicht welche. Aber irgendwelche werden safe zu Münzen. Aber noch kommen wir voran. Ich hab's vergessen. Ich hab's einfach vergessen. Frag mich nur gerade, hat der Ersteller das wirklich selber drauf gespielt? Oder ist es nicht? Das wollte ja auch nicht cool. Wahrscheinlich zu sein. Nee. Also bisher sehe ich keinen Deathbring. Das muss nichts heißen, aber ich sehe nichts. Über. Nice. Wo war das jetzt? Irgendwo hier. Ich hab's gewusst. Wieso ist das vorhin nicht passiert? Oh nein. Mist. Ja, jetzt ist es vorbei. Oh no. Ah, ich hab's gewusst. Wie umgehe ich das jetzt wieder?
Wenn ich schnell auf den Block komme, wäre es ja egal. Okay. Ich weiß jetzt, wo der Block ist. Der ist auf dem dritten. Auf dem dritten. Und ich habe gemeint, der P-Switch wurde erst ausgelöst, als ich das dritte verlassen habe nach rechts. Das heißt, ich müsste auf dem dritten erstmal stehen bleiben können, um den Block auslösen. Vielleicht sogar auf den Block hochkommen. Wenn nicht, weiter. Das werden wir gleich sehen. Komm ja recht schnell hin. Oh no! So viel dazu. So schnell kommen wir hin. Habt das gesehen, wie schnell wir hin. Ja, also ich werde mich jetzt nicht die ganze Zeit in dem Level aufhalten. Keine Panik. Vielleicht auch doch. So, alle. Hops. Ups. Oh mein Gott, das hat man noch nie. Den Fail hat man noch gar nicht. Okay, so. So. Also auf den dritten in Ruhe drauf. Hahaha. Nicht mit mir. Jetzt ist die Frage, kann der nochmal ausgelöst werden? Oha! Eine Halbzeit. Eine gefährliche Halbzeit. Kommt man da überhaupt dran, ist die Frage. Nein, ich muss den dann oft drücken und ich weiß genau, was passiert, wenn ich ihn dann oft drücke. Die Kanone zieht es voll nach rechts in mich rein. Erstmal muss ich da runterkommen. Geht das so? Ja, das geht, aber wie gesagt, die Kanone zieht es jetzt voll in mich rein. Ich muss dann ganz schnell nach rechts rennen. Das geht gar nicht. Da passiert gar nichts. Ja, nice. Wait, aber ist jetzt nicht... Oh nein. Oh, ich dachte schon, ich bin jetzt eingesperrt. Okay, cool. Das wäre passiert. Ich hätte das denken sollen mit der Kanone, aber irgendwie ist der Mann schon... Ja, lol. Ja, lol, okay. Aber nice, wir haben die Halbzeit. Damit bleiben wir doch rum. Damit bleiben wir doch noch ein bisschen in dem Level. Ah, hier kam der Mancher her. Oh, das will ich haben. Da komme ich nicht rein. Da habe ich keine Chance. Da komme ich nicht rein. Shit. Das hätte ich gerne. Das Ding hätte ich gerne. Oh nee, nicht noch eins. Okay, da kommen zwei. Okay. Müssen wir den Anfang nicht mehr spielen, auch wenn das hier kein Start ist. Oh no!
Ja. Okay. Da kommen noch ein paar. Ich könnte drauf Spinjumpen, glaube ich. Klappt das manchmal nicht. Mist. Ich hab den einen Manschel einfach gekillt. Nice. Oh, wow. Das war zu weit. Ah, die Stelle mit den Dingern ist nicht an. Das ist eine. Das ist eine schwierige Stelle. Das macht ein bisschen Probleme. Weil da werde ich noch ganz oft sterben. Das macht das ein wenig zu Problem. Okay, nein, dann geht's immer hier zu weit. Ja schon, ich halte ja schon dagegen. Böses. Nein! Passiert, wenn ich den Pre-Switch drücke. Ich muss da vorne raus, ne? Das ist klar. Aber was passiert? Oh! Yes! Oh yeah! Mario yes! Oh mein Gott! Uncleared, weg mit dir! Oh mein Gott! Okay, das war das. Nichts für Super Expert, aber zum Clearen war es gut. Okay, da haben wir das gespielt. Dann kam dieses Troll-Level. Was war das? War auch irgend so ein das war dieses Troll-Ding, aber das sah nicht cool aus. Das will ich eigentlich nicht spielen. Das will ich auch nicht spielen. Stress-Jump-Manöver, was war das mit den gelben Blöcken? Das will ich auch nicht spielen. Das war auch blöd. Zelda-Game haben wir gespielt. Ich will auf jeden Fall noch dieses kleine Level spielen. Dieses ganz kurze. Ah, und das hier würde ich auch gern probieren. Diesen Speedrun Minute to Win It. Moment. Das ist Code. RJW. RJW CK1 XPF. Ich meine, da steckt Colin Kuhn drin. Das muss ich spielen. Okay, 56 Sekunden. Let's go.
Wenn der Weltrekord 56 Sekunden ist, man insgesamt 60 Sekunden Zeit hat, ist das aber furchtbar knapp. Eieiei. Das ist halt dann schon schlecht. Ich glaube, da muss ich einen Longjump machen. Ja. Wahrscheinlich aufgebaut. Das ist zu perfekt aufgebaut. Oh, das muss man machen. Wie soll ich denn da durchkommen? So nicht. Hey, erwischt es einfach. Okay, wir haben genug gesehen von dem Level. Genug, um zu wissen, dass ich es nicht hinkriege. Gut. Das war dieses. Und wie, welchen Code hat jetzt das ganz kleine Level? Das wollte ich auch noch ausprobieren. Aber das Level hatten wir dann geschafft. Das brauche ich nicht. Das war komisch. Das will ich gar nicht spielen. Ah, das war das mit der Rangwürro-Kletter. Das will ich auch nicht spielen. Das war der On-Off-One, das will ich auch nicht. Also, das haben wir ja sogar schon gespielt. Ich brauche nur noch das kurze. Den Code brauche ich noch, den will ich noch nachholen.
Ja, da ist es. L6V 4KKJ1H. L6V 4KKJ1H. Also 9,9 ist der Rekord. Es ist wahrscheinlich sauknapp. Aber ich will es einfach mal ausprobieren. So im Speedrun hat man ja keine Chance. Ne? Das, im Speedrun hat man das ist halt schon jetzt. Das ist schon jetzt zu kurz. Das ist mir schon bewusst. Alter. Was? Wie? Schafft man das noch schneller? Ich meine, kannst du noch so viel schneller hochspringen? Das ist ja richtig. Alter. Nee, da bin ich raus. Bei dem Können bin ich komplett raus. Nee, das ist wow. Wollte ich nicht. Das ist ja wow. Schafft jemand von euch dieses Level? Weil ihr habt den Code ja gesehen, den könnt ihr ausprobieren. Keine Chance. Keine Chance. Okay, dann haben wir genug gesehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und lade das jetzt ganz fix hoch, dass ihr heute noch einen Part bekommt. Kann sein, dass jetzt morgen und die Tage erstmal nichts kommt, je nachdem, wie ich zum Aufnehmen komme. Ne? Tschüss.